Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zu Enjoy Magic Review. Ja, wir haben heute ein spannendes Produkt für euch und das heißt... Heißt! Ja, wir haben Heißt. Ich habe mal Andy gesagt, wenn er noch ein paar Wortspiele macht, die Stange wäre es jedes Mal ein Ding. Oh mein Gott, Heißt von Jack Wise mit zusätzlichen Sachen von Andy Gladwin. Andy, erklär uns, der Heißt. Ja, ich liebe das. Es ist ein klassisches Kunststück, das hier in eine Verpackung gepackt wurde, das es schon lange gibt. Die Version, die wir kennengelernt haben, die ihr bestimmt auch kennt, ist die auch absolut herrliche von Tommy Wonder. Und zwar ist es Ring, Watch and Wallet, dieses Kunststück, wo man eine Geschichte erzählt, wo man ausgeraubt wird und dann die Liebe hat einen Briefumschlag mit dabei und dann packt man in den Briefumschlag seine Uhr, seinen Ring und sein Geld hinein. Dann sagt man, die Diebe haben den Briefumschlag in einen Briefkasten geschmissen, aber sie haben einen Zauberer beraubt oder je nachdem wie die Story ist, zerreißt den Briefumschlag, er ist leer, schmeißt ihn hoch und revealt dann alle drei Gegenstände, Ring an seinem Finger, Uhr am Handgelenk und Geld zurück im Geldbeutel. Und dieser Plot ist uralt und wurde hier die Performance von, das was ich erzählt habe, ist die Story jetzt von Tommy Wonder. Die von Jack Wise ist ein bisschen anders, aber ich mache mit diesem Gimmick die Story von Tommy Wonder. Also das ich muss auch sagen, die von Jack Wise finde ich jetzt auch nicht gerade so pralle. Es ist das mit dem, dass er überfallen wurde und das ist sein alkoholisierter Onkel oder so. Ja, ich finde die Story von Tommy Wonder einfach herrlich mit diesem Überfall und dass es alles wieder zurück ist. Ich mache das auch ganz gerne. Das habe ich so, weil ich nicht so der Fan bin vom klassischen Einstieg in meine Show von Guten Abend, ich bin Andi, schön, dass ihr alle gekommen sind. Sondern ich komme damit auf die Bühne so und sage, guten Abend, es geht gleich los, aber bevor wir anfangen, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie aufpassen, wenn Sie später nach Hause gehen. Ich wurde nämlich letztens in der Stadt aufgehalten, von ein paar Leuten bedroht. Die haben zu mir gesagt, gib uns dein Geld, gib uns deine Uhr und dann gehe ich rein in die Performance und habe diesen schönen Moment, wo die Zuschauer irgendwann sagen, ach so, das gehört schon dazu. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, mir gefällt es total und das kann man auch damit machen. Was ihr bekommt entsprechend alles, was ihr eigentlich braucht, außer einen Ring. Ihr bekommt die Wallet, ihr bekommt entsprechend Uhren und auch quasi entsprechend, um das alles zu vanischen. Genau. Der Unterschied zu Tommy Wonders Version, wer die kennt noch, also wie gesagt, das ist so, ein paar DVDs jetzt lohnt sich auf jeden Fall von LLL Published. Der Vanish ist ein bisschen anders und ihr habt noch ein bisschen mehr gemixt dabei, also wo ihr noch was ein bisschen was zeigen könnt. Genau, die Briefumschläge sind auch nicht mit dabei, die Briefumschläge sind auch noch. Genau. Ansonsten, dann ist noch, das ist die Story, auf die ich mir gerade eingegangen von Jack Wise, dann ist noch die Performance von Andy Gladwin mit dabei, die ist auch ganz cool, die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das war ein ganz anderer Ansatz mit dem, das ist, guten Abend, meine Damen und Herren, wir machen ein Gewinnspiel und zwar habe ich hier den Gewinnumschlag, es gibt zu gewinnen eine Uhr, Sie müssen nur die drei Fragen richtig beantworten. Ich glaube, du kannst besser. Irgendwie so, die geht dann eben los. Es sind drei Fragen und Sie können alles gewinnen. Der erste Preis, was Sie gewinnen können, ist eine Uhr. Wie ist Ihr Name? Andi. Das ist richtig. Sie haben den ersten, quasi erstes ist schon, ja. Die nächste Frage war ein bisschen schwieriger. Als nächstes geht es um den Ring. Sind Sie bereit? Ja. Das ist auch richtig. Jawohl, sehr schön. Und als nächstes kommt das Geld. Und es kommt rein und die letzte Frage ist, was ist alles in dem Umschlag drin? Ring, Geld, Uhr. Falsch! Sie haben leider alles verloren, es ist gar nichts drin, denn ich habe immer noch meine Uhr, meinen Ring und mein Geld. Also das ist halt auch eine coole Antwort. Geht halt eben spannend, man hat halt Gags drin. Gefällt mir tatsächlich auch besser als, ich muss sagen, die von Tommy Wonder beispielsweise, die von Jack Wise sowieso, die finde ich komisch. Aber auch die, es hat halt einfach mehr, man hat mehr im Publikum und man fängt leider nicht so Depri an. Ich will jetzt nicht irgendwie reinreden, aber es ist nicht so dieses Depri, man hat immer dieses und man hat diese Gags, wie ist Ihr Name, Andi, das ist richtig. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Ja, das ist richtig, das gefällt mir. Also es hat halt einfach mehr Power dahinter. Also schaut euch auf jeden Fall die von Tommy Wonder, die Performance Klassik. An, wenn ihr sie nicht schon kennt. Und dann wird euch das von dem Produkt überzeugen. Von Tommy Wonder gibt es nämlich zwar eine DVD, wo das erklärt wird, aber keine Gimmicks. Da müsst ihr alles selber zulegen. Ja, und das ist schon ein bisschen komisch. Tommy Wonder macht es natürlich auch sehr, sehr clever. Also der benutzt drei verschiedene Vanishes, was jetzt hier zum Beispiel gar nicht ist. Ja. Da schaut es ein bisschen anders aus. Aber ja, auf jeden Fall. Das ist praktikabler. Das muss man dazu sagen. Die Version hier ist die praktikabel, die man auch im Close-Up-Bereich einsetzen kann, wenn man möchte. Ich habe es jetzt nur auf der Bühne bisher verwendet. Ich habe es einmal, glaube ich, Close-Up gemacht, wo ich es noch ausprobiert habe. Aber das ist, kann man auch Close-Up einsetzen, weshalb es ist sogar ein bisschen kostspielig, das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ihr habt da halt eben alles. Wenn ihr diese Routine machen wollt, dann ist das perfekte Gesamtpaket. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Genau. Ich gebe dem Ganzen
9 Punkte. Wir verwenden es für eine Bühne, es ist super, es ist kleiner Einstieg, also es braucht wenig Platz und ihr könnt es schön groß spielen. Ja, also für mich ganz klar 10 von 10. Ich habe damit jede Show, die ich gespielt habe, jede Showmühle eröffnet und deswegen, ich verwende es sau gerne, ich mag es total gerne und ich würde es empfehlen, auf jeden Fall ein bisschen fortgeschrittener werden. Ja. Zwischen mich da, Fort und Profi. Ja, fortgeschrittener und Profi, weil ich habe da nämlich schon einen anderen Tag an Übung investiert, bis das mal so lief. Am Anfang war das auch sehr schwabbig und noch nicht so optimiert. Da habe ich lang rumgebastelt, bis das auch für mich dann gepasst hat, weil alles nachzumachen ist die eine Sache, aber es so umzubauen, dass auch für einen passt. Deswegen, das auf jeden Fall ist kein Anfängerprodukt. Mhm. Definitiv nicht. Und das war The Heist. Als nächstes Produkt haben wir Killer Prediction. Tja, Andi, erzähl uns über Killer Prediction. Ja, wir waren gerade beim Beginn, mit dem, dem ich fast jede Show begonnen habe. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, mit dem wir eigentlich jede Show, die wir zusammen gemacht haben, bisher geclosed haben. Ja. Killer Prediction, hammergeiles Teil. Wie beschreiben wir das kurz? Ihr seid auf der Bühne und sagt, ihr möchtet es noch quasi zum Schluss noch was schön Großes machen. Ihr gebt ein Kartendeck vorher raus und ihr habt 3 verschiedene Papierkugeln. Grün, blau und grün, rot und gelb. Und die schmeißt ihr nachher noch ins Publikum und fragt den ersten, nennen wir mal bitte einen Kartenwert, also Ass 2, 3, 4, 5, 6. Er sagt halt eben 6 und er fragt den nächsten, Herz, Dame, Herz, Karo, Pik oder Kreuz. Er sagt Kreuz und er fragt den letzten, umgedreht oder aufgedeckt. Und er sagt umgedreht. Das ist interessant, sie haben jetzt Herz 10 gesagt. Würde die Person mit dem Kartendeck mal bitte auf die Bühne kommen? Es sind Gummibänder rum, er wickelt ab und also sie sind die Augen quasi von mir. Das Publikum sieht so: Es ist eine Karte umgedreht, und es ist die eine Karte. Welche Karte ist es? Die Herz 10, hat er vorher gesagt. Ah, schon, alle Applaus. Und er kommt aber natürlich dann noch mit dem großen Finish, dass er sagt: Würden Sie mal bitte die Papiersachen aufhalten und nach vorne kommen? Und drauf steht dann im Englischen halt eben 10 of Hearts, im Deutschen könnte es halt sein, ihr wählt Herz 10. Eure Karte ist König. Ja, ein bisschen genau, das ist die Zuschauerkarte, die das Publikum wirklich frei gewählt hat, revealed auf 3 Papierbällen, die ihr ins Publikum geschmissen habt, um die Karte zu wählen. Ja. Also mal kurz drüber nachdenken. Ja, es ist ein bisschen, das ist halt eben tatsächlich auch das, wo uns danach auch die Leute auf uns zugekommen sind, haben gemeint, das blicke ich auch überhaupt nicht. Also auch gute Freunde halt eben, die dann so, das habe ich noch nicht durchgerissen. Show, die wir letztes Weihnachten, da hieß es, ihr müsst unbedingt zu unserer Weihnachtsjahresjubiläumsfeier kommen und wir wollen so, dass ihr das Bühnenprogramm, was ihr da mal habt, macht. Und ja, so das mit den Papierbällen. Also das geht schon fast in die Richtung Reputation Maker irgendwo, dass man so sagt, ja, es ist einfach dieses schöne Finish. Es hat ein paar Vorteile, auf die ich kurz eingehen möchte, weshalb es unser Finish ist. Es hat diesen doppelten Applaus. Ihr revealed eine Karte aus dem, das kann man, glaube ich, sagen, was ist, oder? Ja, aus dem Deck, was jeder da findet, was man manchmal schwer aus findet. Deck, was alle sehen können, aber doch irgendwie unsicher. Ja, und da revealt ihr eine Karte draus und das ist so, das ist das Ende. Und alle so, ja gut, die Show ist vorbei, war jetzt nicht der krasse Trick, aber ich klatsch halt mal. Und dann habt ihr so, Achtung, und dann kommt ihr nochmal diesen Kicker mit diesen Papierbällen, was dann so, boah, das war jetzt krass. Und hatte wirklich so dieses krasse Applausende. Es ist nicht unser stärkstes Kunststück, aber nach unserer Showmentalität soll das Stärkste und Krasseste dann auch nicht ans Ende, sondern am Ende nochmal sowas. Jo. Ja, mal so angesprochen. Er hat eine ganz interessante Art und Weise für diese Verwendung dieses speziellen Decks, was ihr mit Sicherheit auch daheim habt. Ihr müsst noch ein bisschen was anschaffen. Ja. Ich sage mal, 15, 20 Euro müssen wir investieren. Ich sag mal, so ist nichts dabei bei DVD. Ja. Das ist eine DVD und ihr müsst erstmal shoppen gehen. Ja. Aber es ist, wie gesagt, auf Amazon findet man das relativ fix. Wenn man es zusammenrechnet, was brauchen wir alles? 15, 20 Euro, was ihr jetzt noch mit dem ominösen Deck, ja, das auch nochmal. Ja gut, ja, das hat dann wahrscheinlich jeder daheim. Ja, sagen wir mal so, investiert man noch 20, 25 Euro. Ja. Aber das ist eine einmalige Investition. So coole gesehen. Props auf jeden Fall. Er braucht auch was auf der Bühne, dann. Ja. Aber das ist was, was normalerweise in einem Case drin ist. Ja, also, was ihr einbauen könnt. Ihr müsst ein bisschen, schaut euch die Performance von Cody Fischer an. Ja, Da seht ihr, was da steht, etc., etc., etc. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Genau. Ja. Also, wie gesagt, es hat halt eben dieses, ist es für die Bühne gedacht, es ist nicht für den Closer-Bereich. Wie gesagt, haben wir jetzt in der Folge mal 2 für die Bühne gemacht.
es ist halt eben für dadurch, dass es halt eigentlich nur ein Card Reveal ist, in Anführungszeichen, schimpft man ja manchmal, aber es hat doch dann diesen Wow-Effekt, weil am Ende, ja, wenn man dann so sagt, so, ja gut, er hat halt eben eine Karte vorhergesagt, ich bin auch gerade am überlegen, also ich versuche mir die gerade ein bisschen umzustimmen, mir passt das mit dem Deck halt eben nicht, ich würde das gerne komplett rauslassen, deswegen möchte ich da gerne noch einen anderen Gag einbauen. Da sind wir gerade am Arbeiten, ja, tatsächlich. In eine ganz andere Richtung wie, ja, ich, aber wir, genau, lieben das Ding. Das und, aber halt eben, es hat halt eben dieser geile Moment, wenn ihr halt eben dann dasteht und das muss man einfach mal erlebt haben, in, ja, dem Moment, wo man halt eben sagt, würden die Personen mit den Papierbällen kurz mal bitte aufstehen, auseinanderfallen und dann bitte laut vorlesen, was draufsteht. Und du zeigst auf den Ersten, ja, der sagt, eure Karte ist Herz 10. Ja. Dankeschön. Ist auch super, ja, wenn man dann mit, ja, Entschuldigung, wenn man allen drei auf der Bühne steht, dann mit den Puppen, mit drei Zuschauern, wir beide an jeder Seite einer und hat so ein schönes, mhm, finales Bild. Dankeschön, ja, für den tollen Abend. Super. Ja, also wie gesagt, die, ja, das, genau, ist halt eigentlich alles, was man da so dazu sagen kann. Ja, Bewertung, also, ich glaube, ich gebe dem Ganzen 9,5 Punkte. Es ist ein bisschen sperriger als das, was zum Beispiel der Heist, was man dann mit auf die Bühne nimmt. Ja, ist und, richtig. Aber ihr habt halt eben dieses riesige Publikum, was ihr eigentlich bespielen könnt. Ja. Also und dafür halt eben, ja, klappt, glaube ich, würde für 30 Leute klappen, würde für 100 also oder 200. Also ich bleibe da auch bei 10 von 10, weil ich verwende es. Es ist das Finish. Ja. Es ist geil. Also, ja, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ja, kommen wir zur Empfehlung. Der Bühneauftritt. Definitiv, ja, kein Close-Up-Bereich. Ja. Es ist Stand-Up, Bühne. Ja. Kann man sehr groß spielen und der. Ich glaube auch, ihr könnt jetzt auch, ob ihr eher Komiker seid, ob ihr eher Mentalist seid. Das könnte man so und so machen. Das heißt, dann kann man in alle Zauberrichtungen, ja, empfehlen. Ja, das war's von Killer Prediction. Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Group für diese Woche heute mit The Heist und Killer Prediction. Ja, dann versuchen wir das nochmal mit dieser Umfrage. Wo war's? Hier oben. Und genau, wir probieren, seid ihr eher so an Produkten für Bühne oder für Close-Up interessiert? Einfach hier auf das i klicken und dann könnt ihr die Abstimmung, ja, sehen. Geht mit zwei Klicks, wäre geil, dass ihr vielleicht mal ein bisschen Feedback von euch so einholen könnt. Wäre geil. Ja, in diesem Sinne, bleibt magisch.